Die Grundsteuer B wird grundsätzlich nach dieser Logik berechnet. Immobilienwerte, der Hebesatz und daraus ergibt sich entsprechend die Steuerbelastung. Wer in einem Eigenheim wohnt, der zahlt diese Steuerbelastung direkt. Wer als Mieter oder Mieterin zum Beispiel in einer Wohnung lebt, der zahlt die Grundsteuer B über die Nebenkostenabrechnung der Miete. Es ist also eine Steuer, die de facto alle Bürgerinnen und Bürger zahlen. Was hat sich nun geändert? Derzeit werden Immobilienwerte, die sogenannten Einheitswerte, aus dem Jahr 1964 herangezogen. Das Bundesverfassungsgericht hat vor einigen Jahren entschieden, dass das nicht mehr zulässig ist. Deswegen gelten ab 2025 neue Immobilienwerte. Die meisten von Ihnen haben bereits einen Bescheid vom Finanzamt erhalten, in dem dieser neue Immobilienwert Ihnen mitgeteilt wurde. Durch die Reform sind die Immobilienwerte angepasst worden. Einige Grundstücke, zum Beispiel Wohngrundstücke, die früher in einer Randlage und nun in einer zentralen Lage sind, sind im Wert gestiegen. Bei gestiegenen Immobilienwerten und gleichen Hebesätzen ergibt sich für sie eine höhere steuerliche Belastung. Analog sinkt ihre steuerliche Belastung, wenn sie nun einen niedrigeren Immobilienwert haben. Aufkommensneutralität bedeutet, dass die Stadt in Summe über alle Steuerbelastungen hinweg so viel an Grundsteuer B einnimmt wie im Jahr davor. Durch die Reform wird es aber natürlich in jedem Fall Gewinner und Verlierer geben, je nachdem, ob Ihre Immobilie im Wert gestiegen oder gesunken ist. Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes hat die Bundesregierung eine Reform angestoßen, die das Land NRW konkretisiert hat. Über die Finanzämter wurde die Immobilienwertermittlung angestoßen. Unterschiedliche Verfahren für Wohnimmobilien und Nicht-Wohnimmobilien, also Gewerbe- oder Mischimmobilien. Es ergibt sich in der Tendenz, dass Wohnimmobilien im Wert gestiegen sind, sodass sich eine höhere Steuerbelastung ergibt, und Gewerbeimmobilien in der Tendenz im Wert gesunken sind, sodass sich eine geringere Steuerbelastung ergeben würde. Das Land NRW hat nun den Städten die Option gegeben, dass wir als Stadt einen sogenannten differenzierten Hebesatz festlegen könnten. Derzeit haben wir einheitlich für alle Grundstücke den Hebesatz von 750. Wir könnten, so das Land NRW, für Wohnen den Wert von 685 festlegen und für Nichtwohnen, also Gewerbe- und Mischimmobilien, den Wert von 1069 festlegen. Dann wäre auch eine Aufkommensneutralität für alle Wohnimmobilien und alle Nichtwohnimmobilien gegeben. Als Stadt St. Augustin müssen wir die Grundsteuerreform umsetzen, ob wir wollen oder nicht. Es wird wegen der unterschiedlichen Immobilienwerte definitiv Gewinner und Verlierer dieser Reform geben. Mein Ziel ist es, dass wir gerade im Jahr 2025, dem Jahr der Umstellung, die Aufkommensneutralität hochhalten, dass wir also als Stadt in 2024 und in 2025 in Summe denselben Betrag an Grundsteuer B einnehmen. Wichtig ist noch die Frage, ob wir die differenzierten Hebesätze anwenden oder nicht. Dafür spricht, dass man bei differenzierten Hebesätzen dafür Sorge tragen kann, dass Wohnimmobilien durch die Reform nicht noch zusätzlich steuerlich belastet werden. Allerdings, die Differenzierung der Hebesätze hat noch verschiedene rechtliche Fragen aufgeworfen und es ist noch unklar, ob wir rechtzeitig die IT-Grundlagen dafür vom Land zur Verfügung gestellt bekommen. Auch die Aufkommensneutralität muss noch sorgfältig in den politischen Gremien, schlussendlich im Stadtrat, beraten werden angesichts der knappen Kassen. Ich rechne frühestens im Dezember 2024 mit einer Entscheidung.